Hi zusammen, hier ist der Andi von Spielewelten und ich begrüße euch zu einem neuen Video und dem vierten Teil meiner XXL Nintendo 64 Topliste. In den ersten drei Videoteilen haben wir uns meine Top 50 Nintendo 64 Spiele in den Plätzen 50 bis 21 angeguckt und jetzt sind wir bei den Top 20. In diesem Video geht es um die Plätze 20 bis 11. Und ich kann euch sagen, was ihr hier sehen werdet, das sind Titel, die bei mir haarscharf positioniert wurden. Also ich mag jetzt hier bei diesen 20 Spielen, die hier kommen, in diesem und in dem finalen fünften Video, alle Spiele wirklich super, 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 super gerne. Und ich kann es nicht noch mehr betonen, als ich schon gemacht habe. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, diese Spiele ja zu sortieren, den Plätzen zu weisen, denn ich habe so viel Nostalgie, ich habe so viele schöne Momente mit all diesen Spielen verbracht, dass es eigentlich nur Nuancen, kleine Details, kleine Erinnerungsfragmente waren, die dafür gestanden haben, dass Spiel X auf dem 20. Platz und Spiel Y vielleicht auf dem 19. Platz gelandet ist und nicht umgekehrt. Also hier hat wirklich die subjektive Wahrnehmung und das Erinnerungsvermögen tatsächlich dann letztendlich entschieden. Und ja, wir fangen dann, denke ich mal, direkt an. Ihr seid sicherlich genauso scharf drauf wie ich, um euch von diesen Spielen zu erzählen. Und wir legen los mit dem Spiel, das ihr hier seht, nämlich Snowboard Kids, mein Platz Nummer 20. Und Snowboard Kids war für mich lange, lange Zeit, also nicht nur für mich, auch für viele Freunde von mir, die Mario Kart 64 Alternative. Wenn wir mal keinen Bock auf Mario und seinen Kart Racer hatten, dann haben wir uns wirklich mit Atluses Snowboard Kids vergnügt. Und vom Spielprinzip ist es genau das gleiche. Ihr fahrt quasi gegen Computergegner, drei an der Zahl, und ja, seid auf Snowboards unterwegs. Das seht ihr auch hier im Gameplay. Die Prämisse ist dieselbe: als Erster am Ziel ankommen und dabei gucken, dass ihr eure Gegner so gekonnt ausschaltet, wie es nur geht. Das Schöne ist, es ist halt ein Snowboard-Spiel vom Grundsatz her. Es hat sehr, sehr schöne Kurse, wo ihr nicht nur auf Snowboards unterwegs seid. Ach Quatsch, nicht nur auf Snowboards, was sage ich denn? Nicht nur auf Schnee, das wollte ich sagen. Nicht nur auf Schnee unterwegs seid, ihr fahrt beispielsweise auch auf Gras. Und es macht einfach so viel Spaß. Und beim Spielen für dieses Video, beim Capturen des Materials, ihr müsst entschuldigen, ich bin immer noch ein bisschen heiser, ist mir aufgefallen, was für einen tollen Soundtrack Snowboard Kids hat. Die Musik ist der unglaubliche Hammer. Ich habe zwar keinen der Tracks irgendwie lang im Kopf gehabt, aber beim wiederholten Hören habe ich mich dabei erwischt, wie ich super schnell wieder mitgesummt und mitgezwitschert habe. Und das spricht eigentlich schon für die Qualität des Soundtracks. Grundsätzlich würde man das Spiel vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen ja, kritisieren, dafür, dass es halt nicht viele spielbare Charaktere gibt, dass es vielleicht nur vier Mann am Rennen teilnehmen, anstatt wie zum Beispiel acht. Dass es nicht ganz so viele Tracks gibt, aber das war uns damals alles vollkommen egal, denn wir haben das Spiel rauf und runter gespielt. Was für uns gezählt hat, war der Spielspaß und der war wirklich, wirklich geil. Allein der Nervenkitzel, irgendwie heile in diesen Lift zu kommen, um dann wieder hochgenommen zu werden, um dann ja, die zweite Runde oder die dritte Runde fahren zu können. Denn dieses in den Lift reinfahren war gar nicht mal so einfach, vor allem wenn man mit seinen Kontrahenten nah beieinander war. Dann war das schon eine Glückssache und man konnte froh sein, nicht gegen die Bande gefahren zu sein, denn dann hatte man nämlich ja, sehr viel Zeit verloren und das war dann ganz schön blöd. Ja, Snowboard Kids, super viel Zeit mit verbracht, noch viel, viel mehr Zeit als mit Diddy Kong Racing. Ich spiele es heute immer noch sehr, sehr gerne alleine durch. Der zweite Teil kam leider für mich nicht ganz an den ersten ran, obwohl der subjektiv vielleicht besser war, aber ich verbinde halt viel, viel, viel mehr Erinnerungen mit Snowboard Kids 1. Oh Mann, was fand ich dieses Spiel scheiße. Also zumindest als ich das erste Mal gespielt habe. Ich habe mir Ridge Racer damals aus der Videothek ausgeliehen, das erste Mal. Und ich bin ein riesen Rennspiel-Fan auf dem N64 gewesen und bin es eigentlich immer noch. Ihr habt ja auch schon in den Plätzen davor einige Rennspiele gesehen.
Und ich habe mich auf Ridge Racer gefreut. Ich habe halt immer mal wieder ein bisschen was zu der PlayStation-Variante gehört. Und für mich war damals gar nicht klar, dass Ridge Racer eigentlich so auf der PlayStation in Anführungsstrichen zu Hause war. Und dann habe ich Ridge Racer ausgeliehen, gespielt und ich fand das so schlecht. Ich fand das so scheiße. Die Kollisionsabfrage war so ein Mist. Und das Fahrverhalten war so ein Mist. Und irgendwie war alles an dem Spiel Mist. Und dann habe ich es enttäuscht nach nur einem Tag wieder zurückgegeben. Und dann hat es lange, lange Zeit gedauert. Und irgendwann habe ich mir eine PSP gekauft, schon in den 2000ern. Und dann habe ich Ridge Racer auf der PSP bekommen. Nee, stimmt gar nicht. Ich hab die PSP gewonnen. So war das, genau. Ich habe die PSP damals gewonnen bei einem Gewinnspiel bei Area Games, glaube ich, war es. Und da war halt Ridge Racer bei. So war es, genau. Ich hätte es mir nicht freiwillig gekauft, nachdem ich das Spiel hier gespielt habe. Aber dann habe ich halt Ridge Racer für die PSP bekommen. Das war dann das zweite Ridge Racer, was ich so gespielt habe. Und auf der PSP war Ridge Racer für mich eine Offenbarung. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich denke mal, ich habe zu diesem Zeitpunkt begriffen, wie man Ridge Racer spielt. Denn Ridge Racer ist schon sehr, sehr eigenständig, sagen wir mal so. Die Spielmechanik, das Waffenverhalten, das arcadige Driften, das hatte kein anderes Spiel vorher, was ich gespielt habe. Ich habe erst bei der PSP-Version verstanden, dass ihr halsbrecherisch um die Kurven driften musstet und wie das Driften überhaupt geht. Und ich hatte mit der PSP-Version so einen verdammt verfluchten Spaß, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, du musst dir Ridge Racer nochmal für das N64 angucken. Und dann habe ich es gespielt und ich habe es geliebt. Und ich liebe tatsächlich Ridge Racer fürs N64. Es ist super geil. Es ist anders als auf der PlayStation oder auf der PlayStation 2 oder auf der PSP. Aber es ist nicht schlechter. Es ist sogar irgendwo, ja, ich will nicht sagen, es ist was Besonderes. Denn Ridge Racer auf dem N64 ist ein Nintendo First Party Game. Das habe ich erst vor einer Weile kurioserweise gelesen, denn ich bin davon ausgegangen, Ridge Racer ist eine Portierung auf dem N64 von Namco, so wie halt die Entwicklungen auf der PlayStation. Aber falsch gedacht, denn Ridge Racer 64 ist entwickelt worden von einem Nintendo-internen Team, das seinerzeit in den USA gegründet wurde, um Spiele fürs N64 und dann zu dem Zeitpunkt schon in Entwicklung befindlichen GameCube zu bringen. Und Ridge Racer war das erste Spiel davon. Von sehr, sehr vielen, denn das Team hat nämlich auch Wave Race Blue Storm auf dem GameCube entwickelt. Genau das gleiche Team. Und die haben es verstanden, das N64 an sein Limit zu bringen. Denn was ihr hier gerade in dem Video seht, das ist ein Rennspiel mit schöner Weitsicht, mit flüssigem Gameplay, mit schöner Musik, mit Sprachausgabe und ohne jeglichen Nebel. Und das ist schon eine Hausnummer auf dem N64. Ich kenne, glaube ich, kein anderes Rennspiel. Beetle Adventure Racing könnte es haben, da bin ich mir nicht mehr sicher, das keinen Nebel hat, das so eine schöne Weitsicht hat und so konstant flüssig läuft. Und es war zumindest am Anfang relativ easy, man kam schnell rein, wenn man denn verstand, wie Ridge Racer gespielt wird. Und dann war es irgendwann dann doch recht schwer. Die Novice-Meisterschaft war noch okay, die normale Meisterschaft war auch noch okay, aber ab Expert war es dann doch recht schwer und man muss sich reinfuchsen. Aber es macht verdammt viel Spaß, sieht gut aus und ist, wie gesagt, ein First-Party-Nintendo-Game von einem Third-Party-Hersteller. Das ist auch etwas, was es so auf dem N64, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Schönes Ding, kann man heute noch spielen, sollte man nochmal versuchen, ist eine schöne Portierung. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Bomberman-Spiel. Ich habe recht viele Bomberman-Spiele gespielt. Ich mag Bomberman-Spiele, die von anderen nicht gemocht werden, wie beispielsweise Bomberman Generations, fand ich auf dem GameCube Knaller. Ich mag auch Bomberman R für die Switch. Ist jetzt kein übelst gutes Bomberman-Spiel, aber ich mag es. Aber Bomberman 64 ist für mich das Nonplusultra. Nun, das hat halt mehrere Gründe. Ich habe damals Bomberman auf dem Super Nintendo nicht unbedingt gerne gespielt. Ich fand es irgendwo ein bisschen langweilig. Im Multiplayer hin und wieder war es ganz nett. Aber ich bin halt schon immer der Singleplayer gewesen, der Einzelspieler. Und da bot Bomberman auf dem Super Nintendo für mich nicht allzu viel. Es hatte zwar so eine Art Story-Modus, aber der war irgendwie lahm präsentiert und irgendwie war das Gameplay immer gleich. Und dann kam Bomberman 64 und Hudson, ich vermisse sie,
Ich vermisse diese Entwickler echt. Hudson hat es geschafft, Bomberman frischen Glanz zu verleihen auf dem N64. Denn plötzlich hatte man einen waschechten Story-Modus mit einer richtig guten Story dahinter. Man hatte schöne, zusammenhängende Welten. Man hatte mega geile Zwischen- und Endgegner und verschiedene Bombenvarianten, verschiedene Feinde und einfach super viel Spaß für Einzelspieler. Und das ist das, was ich an Bomberman 64 so mag. Natürlich ist auch der Multiplayer richtig geil, alleine durch diese Idee, dass ihr den Multiplayer über verschiedene Ebenen steuert oder spielt. Das ist nicht nur auf einer Ebene ausgelegt, sondern die Stages sind halt über verschiedene Ebenen verteilt. Und das macht dem Multiplayer verdammt viel Spaß. Und wir haben den Multiplayer mit einem Kumpel damals auch richtig gesuchtet. Aber viel, viel mehr habe ich den Singleplayer gespielt. Und ich werde einige der vielen Bossgegner nie vergessen, wie beispielsweise den Drachen in der ersten Welt oder den Fisch. Richtig, richtig cool. Auch bockschwer. Bomberman war richtig bockschwer. Es hatte viele Geheimnisse, man konnte richtig viel Zeit in dem Singleplayer verbringen und das ist das, was mich so fasziniert hat an dem Spiel. Kurioserweise mochte ich dann Bomberman Hero nicht ganz so, ich weiß auch nicht, aber weiß ich auch nicht. Das war ja ein reines Singleplayer, das hatte noch nicht mal Multiplayer. Aber da war die Luft bei mir schon irgendwie raus. Ich müsste mal Bomberman Hero noch eine zweite Chance geben, das habe ich nämlich bis dato nur mal kurz angespielt. Und Bomberman 64 The Second Attack habe ich auch mal irgendwann gespielt, die US-Version quasi des direkten zweiten Teils, also des direkten Nachfolgers von diesem hier. Aber das fand ich dann auch irgendwie grottig, das fand ich auch nicht mehr so cool. Und das vierte Spiel, was wir gar nicht bekommen haben, nämlich Bomberman 64, die japanische Version, die ist ja recht arcadisch und orientiert sich mehr an den alten Bomberman-Spielen. Ich mag Bomberman 64, das wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe dutzende Stunden hier reingesteckt, bis ich es irgendwann mal richtig durch hatte. Es hat viel Nerven gekostet, aber auch viel, viel Spaß gemacht. Und den Multiplayer spielen Freunde und ich bis heute noch sehr, sehr gerne, weil er halt durch diese verschiedenen Ebenen so einzigartig ist. Richtig schönes Spiel, werde ich für immer lieben. Ah ja, Platz Nummer 17, das wohl schlechteste, objektiv gesehen, das wohl schlechteste Spiel auf dieser ganzen Liste. Rush 2 Extreme Racing USA. Heute kann ich nicht mehr so ganz nachvollziehen, was ich damals an diesem Spiel so gut fand. Aber, und deshalb ist es so weit oben, ich habe in dieses Spiel bestimmt 200, 300 Stunden reingesteckt und ich war so verflucht gut in diesem Spiel damals. Ich hatte damals einen besten Kumpel, mit dem ich leider nicht mehr so viel Kontakt habe. Und wir haben das Spiel rauf und runter gespielt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hier reingesteckt haben. Wie viel Zeit wir in diese Strecken, in diese eigentlich langweiligen Strecken gesteckt haben, bis wir sie perfektioniert haben. Denn Rush 2 ist bockschwer. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, nachdem ich es gespielt habe für dieses Video. Ich kam nicht über den dritten, vierten Platz hinaus. Ich kam absolut nicht mehr mit der Steuerung klar. Sie war schwammig. Das Fahrzeug hatte sich angefühlt, als wenn es auf Eis fährt. Die KI war super, super nervig, super, super unfair sogar. Und ich bin irgendwie nur gecrashed und kam absolut nicht mehr klar. Und da wurde mir bewusst, wie sehr ich dieses Spiel verlernt habe zu spielen. Aber wie sehr ich es damals geliebt habe. Boah, Wahnsinn. Rush 2. Ich würde es, wenn ich es heute spielen würde, zum ersten Mal, ich glaube, ich würde das Kotzen kriegen und das würde nicht in die Top 50 schaffen bei mir. Aber damals, einfach aufgrund dessen, weil ich so lange gespielt habe und so viel, ist es hier verdientermaßen auf einem 17. Platz. Denn dieses Spiel habe ich mit Freunden oder mit diesem einen Kumpel mehr gespielt als Bomberman, Ridge Racer und Snowboard Kids zusammen. Und das klingt kurios, aber hier sind tatsächlich die schönen Erinnerungen, die dieses Spiel auf diesen Platz gestellt haben. Alleine eine Szene werde ich nie im Leben vergessen. Wir haben zwei Spieler Splitscreen gespielt und bei diesem Spiel kann man crashen, das muss ich dazu sagen. Das Auto kann also in Flammen aufgehen. Und es gab eine Szene, da war er kurz hinter mir, ist aber irgendwie so gesprungen, also sprich, hat irgendwie einen Sprung geschafft mit dem Wagen, dass der Wagen sich in der Luft gedreht hat und dann ist er mit seinem Wagen kopfüber auf mir gelandet. Und wir sind beide explodiert. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich weiß nicht, wie wir dieses punktgenaue Timing erwischt haben. Aber diese Szene, die ist so legendär in unserer Erinnerung, in unserer Kindheit.
Wir haben da über Monate noch drüber erzählt. Und das werde ich nie vergessen. Und das ist einfach der Grund, wieso Rush 2, obwohl es objektiv gesehen nicht das beste Rennspiel ist, so weit oben vertreten ist. Lylat Wars 64. So ähnlich wie das Gefühl, mit Super Mario zum ersten Mal sich frei im Schlossgarten bewegt zu haben, so ähnlich ist das Gefühl gewesen, damals zum ersten Mal mit dem Rumble Pack gespielt zu haben. Ich hatte damals das Spiel nicht selber gehabt. Ich habe auch die Big Box nicht gehabt damals. Ich habe sie inzwischen wieder in meiner Sammlung. Ein Kumpel von mir hatte sich die Big Box gekauft und da war halt das Rumble Pack drin. Und ich habe mir darunter nichts vorstellen können. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann habe ich ihn besucht und dann hat er zu mir gesagt, willst du mal was richtig, richtig Cooles spüren? Ich sage, wie spüren? Ja, pass mal auf, hier ist so ein Ding, das steckt man in den Controller und dann spiel mal. Dann hat er mir den Controller in die Hand gedrückt und dann habe ich das erste Level gespielt. Der Flug in Cornelia, glaube ich, ne? Ich vertausche das immer mit Cornelia. Ja, ist auch egal. Und dann hat mich ein Feind getroffen und mein Controller hat vibriert. Und ich fand das so befremdlich, aber auch so immersiv irgendwie. Ich war total geflasht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das möglich war, dass diese Eruption der Spielfigur sich auf mich so direkt übertragen hat. Ich war baff. Das war etwas, boah, Wahnsinn. Und dann war für mich klar, ich musste dieses Spiel haben, ich musste dieses Rumble Pack haben und ich musste diese Big Box haben. Und dann habe ich mir diese Big Box hart erspart. Und dann habe ich diese Big Box auch seitdem in meiner Sammlung. Und natürlich mit Spieleberater und Rumble Pack. Und das Spiel ist zwar relativ kurz, aber es hat so einen hohen Wiederspielwert. Denn je nachdem, wie ihr spielt, je nachdem, welche Ereignisse in den Levels auftreten, wie beispielsweise in Cornelia, stirbt Falco oder stirbt er nicht? Also sprich, wird er verletzt oder wird er nicht verletzt? Schlagt ihr eine andere Route ein und dann entwickelt sich das Spiel halt anders, weil ihr andere Bereiche besucht und gegen andere Gegner kämpft und andere Endbosse seht. Super geil. Ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel durchgespielt habe. Also es müssen dutzende Male sein. Auch auf dem 3DS, als das Remake kam. Boah, habe ich das Remake geliebt. Ich spiele es heute noch auf dem 3DS sehr, sehr gerne. Aber auch auf dem N64 ist das einer meiner All-Time-Favorites, weil das so zugänglich, so kurzweilig und so perfekt umgesetzt ist. Alles daran. Die Sprachausgabe damals ungeschlagen. Ich habe tatsächlich Starwing nicht gemocht auf dem Super Nintendo. Ich fand das irgendwie ganz, ganz komisch mit diesem 3D-FX-Chip und so. Ich fand diese Polygon-Grafik, diese Pseudo-3D-Grafik irgendwie komisch. War nichts für mich. Aber Lylat Wars hat mich umgehauen. Auch diese Passagen, wo ihr mit dem Boot oder mit dem Panzer fahrt. Richtig, richtig geil. Und es war so traurig für mich, dass ich mit Star Fox Zero auf der Wii U nicht klarkam, weil mir die Steuerung nicht zugesagt hat. Ja, vielleicht sollte ich dem Spiel nochmal eine Chance geben oder ich spiele einfach weiter Lylat Wars auf dem N64. Einfach dieses Gefühl mit dem Rumble Pack das erste Mal. Wahnsinn. Super geiles Spiel und Pflichttitel für jeden N64-Besitzer. Stellt euch vor, ihr habt auf einem 64-Bit-System wie dem Nintendo 64, das schon 20 Jahre alt ist, ein Spiel, das in 60 Frames per Second läuft und abgeht wie Schmitz Katze. Das ist F-Zero X. Ich habe damals den Super Nintendo-Ableger geliebt und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie sie das auf dem N64 portieren sollten. Wie sie dieses neue F-Zero hinkriegen sollten. Und ich habe jede Information verschlungen. Und ich habe davor und auch danach noch sehr, sehr viel Extreme G gespielt. Aber irgendwie habe ich dann meine Liebe zu F-Zero entdeckt. Ich meine, guckt euch das mal an. Ihr heizt hier mit teilweise über 1000 Kilometer in die Stunde über die Pisten. Und das Spiel läuft so butterweich. Natürlich sehen die Strecken grafisch nicht am besten aus und es gibt natürlich auch so gut wie keine Streckendetails, aber ganz ehrlich, das ist doch scheißegal, wenn ihr mit über 1000 Kilometer die Stunde da umherbrettert und vor allem gegen 30, also 29, muss man ja sagen, ihr seid ja der 30. gegen 29 Kontrahenten fahrt.
Es war der Hammer. Und dazu dieser rockige Soundtrack. Also, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, auf diesem System ein Spiel zu kreieren, was 60 Frames per Second konstant hält. Richtig, richtig geil. Man hat einfach diesen riesen Fortschritt von Super Nintendo auf N64 gesehen. Und ich habe mir damals gedacht, die können das doch nicht nochmal toppen. Und dann kam F-Zero GX. Und das war nochmal ein Riesensprung nach vorne. Und damals habe ich mir gedacht, wie wollen die das toppen? Und das frage ich mich bis heute, denn wir haben bis heute kein einzig gutes 3D F-Zero gesehen, mal die GBA-Teile außen vor genommen. Das ist so schade. Dieses Spiel verdient ein HD, Full HD, 60 FPS Ableger auf der Switch. Nintendo, gebt diese Franchise mal vernünftigen Leuten wie den Retro Studios und lasst sie einfach mal machen. Oder Sega von mir aus. Die haben ja auch auf dem GameCube bewiesen, was die können. Jedenfalls gehört F-Zero X auf dem N64 auch, wisst ihr, wie Lilith Wars zum Pflichtprogramm. So ein schnelles Rennspiel werdet ihr konsolenübergreifend in dieser Generation nicht finden. Da konnte Extreme G, was die Schnelligkeit geht, einpacken. Da konnte Wipeout einpacken. Da konnte alles andere einpacken, was zu dem Zeitpunkt sich als Future Racer geschimpft hat. Besser als F-Zero X ging einfach nicht. Und auch dieser geile Battle-Modus, wo ihr dann mit dem Fahrzeug so rotiert seid, um eure Kontrahenten zu beschädigen und kaputt zu kriegen. Richtig geil. Wir haben es damals auch im Multiplayer rauf und runter gespielt, wobei ich da glaube, dass die Framerate auf 30 dann gelockt wurde. Aber nichtsdestotrotz, guckt euch das hier doch einfach mal an, was Nintendo hier auf die Beine gestellt hat. Megamäßig. Und ich bin einer, ich mache da noch gerne Abstriche in der Grafik, wenn ich dann so ein perfektes Gameplay habe, wie es F-Zero X bietet. Super geiles Teil. Mein erster Berührungspunkt mit dem Survival-Horror-Genre war tatsächlich auf dem Nintendo 64, und zwar mit Resident Evil 2, wie ihr hier seht. Ich weiß bis heute nicht, wie die Angel Studios es geschafft haben, zwei PlayStation-CDs auf eine Cartridge zu packen, inklusive aller Inhalte, der gleichen Grafik, vielleicht sogar besserer Grafik, und allen Videos inklusive Sprachausgabe, sowohl in den Videos als auch im Gameplay. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Kudos an die Angel Studios. Hat kein anderer Publisher-Entwickler auf dem N64 geschafft. Richtig geil. Und ich habe damals mit Resident Evil nicht viele Berührungspunkte gehabt, weil ich einfach kein PlayStation-Kind war. Und ich kannte auch niemanden, der eine PlayStation mit diesem Spiel hatte. Und ich hatte zwar einen Mitschüler in einer Parallelklasse, der hatte mal von Resident Evil erzählt. Aber ich hatte mit ihm nicht viel zu tun, ich war nie bei ihm zu Hause. Und dementsprechend hatte ich das nur vom Hörensagen. Ja, irgendein Zombie-Spiel auf der PlayStation. Und irgendwann kam dann der zweite Teil. Und ich habe den nicht zum Release gespielt, ich habe den deutlich, deutlich später, irgendwann in den 2000ern gespielt. Und ich war ziemlich baff, was das auf dem N64 bedeutete. Ich meine, guckt es euch an. Es hat alles, was die PlayStation auch hat. Es hat sogar etwas schönere Grafik, meiner Meinung nach, weil dieses übelste Kantenflimmern, wie es viele, viele PlayStation-Spiele haben, das gibt es teilweise, oder was heißt das, es gibt es größtenteils auf dem N64 nicht mehr. Guckt euch mal die Charaktermodelle an. Richtig, richtig schick. Natürlich war der Sound von der Qualität, von der Komprimierungsqualität nicht ganz auf der Höhe der CD-Qualität der PlayStation. Aber hier war alles enthalten. Auch die Videos waren nicht so hoch aufgelöst wie auf der PlayStation. Aber sie waren da und ich konnte damit richtig gut leben. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das Spiel durchzuspielen, weil es für mich damals auch wegen der Panzersteuerung nicht ganz einfach war. Aber ich habe die Zähne zusammengebissen. Ich habe es mit Leon durchgespielt. Und ich war ziemlich befriedigt, muss ich sagen. Und für mich war Resident Evil dann nicht so das Überspiel wie für viele da hinten. Ich war nicht gleich Fanboy. Das hat noch ein bisschen gedauert, bis der vierte Teil erschien. Aber ich fand es richtig geil. Und für mich war es dann noch erstmal gut. Ich habe dann gelesen, dass ein Ableger mit dem Untertitel Zero irgendwann aufs N64 kommen sollte, was ja dann nichts mehr geworden ist. Das Ding ist ja dann als Resident Evil Zero auf dem GameCube erschienen.
Teil 3 habe ich nicht gespielt, bis heute nicht. Und dann mit dem Remake bin ich dann wieder eingestiegen und der vierte Teil, Resident Evil 4, hat mich dann endgültig dann zum Fan der Reihe gemacht. Aber Teil 2 war auch auf dem N64 richtig, richtig gut, hat schon ein paar richtig gute Szenen gehabt. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie vor Angst bepinkelt oder so, aber es gab schon die ein oder andere schockierende Szene. Einfach wenn der Licker da von der Decke hängt und euch anguckt oder so, richtig gut gemacht. Und für mich eins der größeren, erwachseneren Spiele in Anführungsstrichen fürs N64, das definitiv seinen Platz hier verdient hat, weil es mich nachhaltig geprägt hat, weil es für mich ein komplett neues Genre eröffnet hat und weil es ja mich ein bisschen älter gemacht hat. Also sagen wir mal so, ich war halt N64-Kind, ich war Nintendo-Kind. Ich hatte halt viele, viele schöne Erinnerungen mit in Anführungsstrichen bunten Kinderspielen. Ne? Jetzt nicht falsch verstehen. Aber sowas Ernstes habe ich halt bis dato noch nicht so oft gespielt. Und dann war Resident Evil da und es hat richtig Spaß gemacht. Ich war definitiv noch keine 18, als ich das gespielt habe. Ich war vielleicht 15. Aber es hat super viel Spaß gemacht und dementsprechend wohlverdient hier auf dem 14. Platz, einfach weil es ein verdammt geiles Spiel ist. Jetzt reden wir über ein Spiel, das so süß ist, dass ich nur vom darüber sprechen Karies auf den Zähnen bekomme, nämlich Yoshi's Story. Ja, ich muss dazu sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, wieso es bei mir so weit oben platziert ist. Denn es ist für viele kein gutes Spiel auf dem N64 gewesen. Aber ich verdammt liebe Yoshi's Story. Das hat für mich ja ein paar Gründe, die will ich euch jetzt mal näher bringen und hoffe, dass ihr meine Gedankengänge versteht. Es geht um Folgendes: Mario war für mich nicht das erste Spiel. Ich habe Mario Bros. Auf Nintendo nicht gespielt. Also zumindest nicht direkt als Kind gespielt. Ich habe auch Mario World erst später gespielt. Ich habe angefangen mit Aladdin und ich war als Kind riesen Disney-Fan. Ich habe Aladdin hoch und runter gespielt. Ich habe Mickeys Magical Quest hoch und runter gespielt. Ich habe Mickey Mania hoch und runter gespielt. Ich habe Goof Troop hoch und runter gespielt. Also all die 2D-Disney-Games. Und Mario World fand ich gut, aber es hat mich irgendwie nicht geflasht. Es war okay für mich. Ich weiß auch nicht. Und dann kam Yoshi's Story. Quatsch. Und dann kam Yoshi's Island. So, das wollte ich sagen. Dann kam Yoshi's Island. Und Yoshi's Island war eine ganz andere Nummer als Mario World. Irgendwie. Ich fand Yoshi's Island grandios. Ich finde es bis heute grandios. Ich finde bis heute Yoshi's Island ist das beste 2D Jump'n'Run auf dem Super Nintendo. Es hat einfach alles perfektioniert. Es hatte so eine geile Grafik. Es hatte so ein schönes Gameplay. Es hatte so eine präzise Steuerung. Mario hat zwar genervt als Baby, aber die Ideen in den Levels und so weiter, das war alles verdammt geil und für mich zur damaligen Zeit perfekt. Ich habe Yoshi's Island 4, 5, 6 Mal hintereinander durchgespielt. Hintereinander ohne Pause, weil ich das so geil fand. Ich kenne es, oder ja, inzwischen vielleicht nicht mehr, aber ich kannte das Spiel in- und auswendig. So, dann bin ich eine Generation höher gegangen. Also sprich, ich habe mir das N64 gekauft. Mit dem N64 habe ich mir Mario Kart und Yoshi's Story gekauft. Ich habe mir das N64 nicht neu im Laden geholt. Nicht wieder Super Nintendo, das haben meine Eltern mir geschenkt, neu. Ich habe mir das N64 finanziert. Ich habe damals mein Super Nintendo verkauft, ich habe meine ganze Sammlung aufgelöst, um ans N64 zu kommen. Da war das N64 schon eine Weile auf dem Markt. Und dann war ich irgendwo auf dem Flohmarkt und dann habe ich mir von meinem hart ersparten Geld bei einem Händler ein N64 mit Mario Kart und Yoshi's Story gekauft. Und dann war ich zu Hause, habe sofort meinen besten Freund angerufen. Er ist rübergekommen, wir haben gespielt. Wir haben erst Mario Kart gespielt. Stundenlang. Wirklich stundenlang nur Mario Kart gespielt. Oh Gott, war das geil. Und dann haben wir Yoshi's Story gespielt. Und ich fand Yoshi's Story so geil. Es war für mich nicht unbedingt besser als Yoshi's Island, aber das war nicht der springende Punkt. Es war für mich anders. Yoshi's Story war für mich so anders. Dieser ganze Bilderbuchstil. Diese ganze Prämisse, dass ihr pro Bilderbuchseite quasi verschiedene Level habt, die ihr aber erst
viel, viel später alles spielen könnt. Denn ihr spielt Level 1 auf Seite 1, dann blättert das Buch, ihr spielt Level 1 auf Seite 2. Und das sind alles verschiedene Level. Normale Level, im Himmel Level, Höhlen Level und so weiter und so fort. Und wenn ihr alles spielen wollt, alle Level bei Yoshi's Story spielen wollt, müsst ihr das Spiel mehrmals angehen. Und das fand ich damals so geil. Das hat für mich so viel Wiederspielwert bedeutet. Und auch diese Aufmachung, die Grafik, dass es halt wieder 2,5D war, dass es nicht 3D war wie Mario, dass es gar nicht versucht hat, wie Mario zu sein. Das fand ich so gut und ich finde das bis heute so gut. Ich habe beispielsweise jetzt das Spiel angemacht, um wieder für dieses Video aufzunehmen und ich konnte fast nicht mehr aufhören. Auch die Tatsache, dass ihr kein striktes Jump'n'Run-typisches Level-Ziel habt, wo ihr von links anfangen und nach rechts kommen müsst, ans Level-Ende quasi, um voranzukommen. Das gibt es hier nicht. Ihr müsst hier Früchte sammeln, Früchte essen. Es sind also Früchte verteilt und ihr rennt mit Yoshi durch die Level und müsst Früchte essen, Früchte suchen. Das fängt relativ simpel an, aber dann gibt es Level, da sind die Früchte dann auch schon mal recht gut versteckt. Also wenn ihr alle 30 haben müsst, um das Level zu beenden, denn vorher geht nicht. So, dann gibt es halt immer wieder eine Lieblingsfrucht. Diese Lieblingsfrucht wählt ihr, wenn ihr das Spiel startet. Diese Lieblingsfrucht bietet euch Boni an, dass ihr beispielsweise sofort eure Energie auffüllt, wenn ihr diese Lieblingsfrucht esst. Oder dass ihr unverwundbar werdet und beispielsweise eure Stampfattacke stärker ist und Gegner in eure Lieblingsfrucht verwandelt. Dann gibt es noch die Melonen und wenn ihr 30 Melonen sind pro Level versteckt und wenn ihr diese 30 Melonen finden wollt, um beispielsweise nur Melonen zu essen, denn dann passiert was, dann seid ihr richtig, richtig lange mit diesem Spiel beschäftigt und ich habe es wirklich über Wochen gespielt, bis ich das wirklich perfekt mit allen Melonen und so weiter durchgespielt habe. Ich habe mir sogar den Spielberater irgendwann gekauft. Es ist einfach so verdammt gut und leider auch das einzige Spiel der ganzen Yoshi-Reihe, das so in dem Spiel, in dem Stil herausgekommen ist. Denn Yoshis Woolly World war mal wieder eher klassisch angehaucht und eher so im Stile von Yoshi's Island. Yoshi's Island 2 gab es auf dem 3DS. Yoshi's New Island auf dem 3DS war jetzt nicht so der Bringer. Da finde ich Yoshi's Story einfach geil, weil es so eigenständig war. Und es hat sich was getraut und das war einfach geil. So, deshalb bei mir wohlverdient auf dem 13. Platz. Ich muss ja zugeben, ich habe ein Genre auf dem Super Nintendo sehr gemocht. Das waren die Rollenspiele. Secret of Mana, Final Fantasy, wie sie alle heißen. Lufia, Terranigma, Evermore, ne? Ihr kennt ja die Geschichte. Und dann kam das N64 und ich war so gespannt, was für Rollenspiele wir auf dieser Konsole bekommen würden. Und dann gab es den Riesenbruch mit Square. Und der Rest ist Geschichte, den Rest kennt ihr. Das führte dazu, dass nicht viele Rollenspiele auf dem N64 erschienen sind. Ja, Holy Magic Century, was habe ich mich drauf gefreut, was war ich enttäuscht, als ich es gespielt habe. Ja, Aiden Chronicles, was habe ich mich drauf gefreut, was hat uns THQ alles versprochen, was Aiden Chronicles geil machen würde, was war ich enttäuscht, als ich es gespielt habe. Was war ich enttäuscht, als Ogre Battle 64 nicht bei uns erschienen ist, sondern nur Japan und US exklusiv war. Und dann gab es noch Mario auf dem N64, was ein kleines Studio namens Intelligent System gemacht haben und das ganze Paper Mario genannt haben. Und ich fand es anfangs irgendwie komisch. Ich habe nicht sofort zugegriffen. Ich fand irgendwie, hä? Paper Mario? Was ist das denn für ein komischer Grafikstil? Und Mario mit einem Rollenspiel? Ich kannte damals die Story mit Mario RPG auf dem Super Nintendo nicht. Ich wusste nicht, dass da schon mal ein Mario-Rollenspiel gewesen ist. Ja, und dann bin ich da irgendwie mal recht günstig rangekommen. Irgendwie mal auf dem Flohmarkt gefunden. Das war noch die gute alte Flohmarktzeit, wo man 4 Euro oder 4 D-Mark, damals wie auch immer, für so ein Spiel bezahlt hat. Und dann habe ich es mir mal einfach mitgenommen. Und mein Gott, war ich geflasht. Mein Gott, haben Intelligent Systems hier ein geiles Spiel draus gemacht. Die haben das Mario-Universum so perfekt und nahtlos in das Rollenspiel-Genre gepresst,
dass es schon gruselig ist, wirklich. Also, das Spiel hätte so auch von Square erscheinen können und jeder hätte es in den Himmel gelobt. Nur war es halt nicht Square, es war Intelligent Systems und die haben hier einen fantastischen Job gemacht. Der Grafikstil ist zeitlos, die Prämisse, dass alles aus Papier ist, zumindest die Figuren, supergeil, dass Häuser so aufklappen, wenn ihr reingeht, super lustig und auch der Humor, die Dialoge der Charaktere. Mann, war das mega gut und ich bin so froh, dass ich damals zugegriffen habe, denn das hat sich bei mir zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele entwickelt. Ich habe Wochen dran gesessen, bis ich es irgendwann mal richtig beendet habe. Es hatte ein rundenbasierendes Kampfsystem, wie ich es von Spielen auch vom Super Nintendo her gemocht habe. Und es hat einfach so eine schöne und wendungsreiche Geschichte auch. Es hatte vor allem, allein der Anfang, den spoilere ich jetzt, das ist mir egal. Mario wird im Intro von Bowser besiegt, fällt dann ja ziemlich weit und vom Himmel und landet dann böse auf der Nase, ist ohnmächtig und dann findet ihn eine Goomba-Familie. Und ihr kennt ja die Goombas, die sind ja eigentlich Marios Feinde in jedem Spiel. Und diese Goomba-Familie nimmt ihn auf, sie pflegt ihn wieder gesund. Und diese Goomba-Familie besteht aus mehreren Kindern, aus Goomba-Opa, aus einer Goomba-Oma. Und das sind die liebsten Goombas, die es da draußen weit und breit gibt. Und allein diese Prämisse ist so geil und lässt mich auch heute noch richtig schmunzeln. Ich könnte das Spiel wiederum von Anfang bis Ende durchspielen. Ich musste mich auch hier wiederum bremsen, um nicht tatsächlich festzukleben und das Video auch hier mal fertig zu kriegen. Sonst hätte ich echt wieder versinken können, mal in Paper Mario. Und das macht mich so traurig, was aus der Reihe passiert ist. Intelligent Systems haben einen mega guten ersten, einen scheinbar guten zweiten Teil gebracht. Den habe ich leider bis heute noch nicht gespielt. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Paper Mario, Super Paper Mario auf der Wii habe ich gespielt, fand ich großartig, obwohl es eher weniger RPG, sondern mehr Jump'n'Run wurde. Paper Mario Sticker Star auf dem 3DS war für mich persönlich eine totale Katastrophe. Und Mario, also Paper Mario Color Splash, habe ich hier, aber ich traue mich nicht, das zu spielen, aus Angst enttäuscht zu werden. Deshalb bleibe ich beim ersten Teil, meiner Meinung nach, ein super gutes Rollenspiel und man kann hier locker sagen, das beste Rollenspiel auf dem Super Nintendo, ach, auf dem Super Nintendo, auf dem N64, denn das wird auch das einzig Gute wahrscheinlich sein, was wir zumindest hier in Europa bekommen haben. Naja, aber ihr solltet es echt spielen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es auf welche erdenkliche Art und Weise auch immer. Und ich hoffe, wenn nächstes Jahr das N64 Mini kommt, dass wir Paper Mario da drauf wiederfinden. Das wäre eine Schande, wenn das nicht so sein sollte. Platz 11 und Platz 10, den ihr im zukünftigen Video seht, war eine enge, enge Kiste. Denn fast wäre Conker's Bad Fur Day Platz 10 geworden, aber dann habe ich es letztendlich auf den 11. Platz gepackt. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch dann, wenn es um den 10. Platz geht, irgendwann im nächsten Video, im finalen Video. Nichtsdestotrotz ist Conker's Bad Fur Day ein fantastisches Spiel, was ich auch nicht zum Release gekauft habe. Denn als Conker erschien, war ich noch mit einigen anderen N64-Spielen wie beispielsweise Majora's Mask oder Perfect Dark beschäftigt. Und irgendwann war auch der GameCube schon absehbar und ich wollte einfach diese Next-Gen-Konsole von Nintendo haben. Ich wollte sie zum Launch haben. Also habe ich damals gespart, gespart, gespart. Habe mir nur das Notwendigste auf dem N64 besorgt und da blieb Conker einfach außen vor. Und irgendwann, das muss ich erzählen, irgendwann habe ich Conker dann auf dem Flohmarkt gefunden für unter 4 Euro. Oder nee, Quatsch, waren es 4,50 € oder so. Und das war in einem neuwertigen, kompletten Zustand. Und dann habe ich es gespielt. Zum ersten Mal. Das war so roundabout, lass mich nicht lügen. Das war relativ spät, 2010 oder so. Also richtig spät. Und mein Gott, war ich geflasht von Conker's Bad Fur Day. Ich habe gelacht, richtig viel gelacht. Ich habe geschmunzelt, ich habe geflucht, weil das Spiel in vielen Passagen Freud und Leid nah beieinander setzt und teilweise vereint. Ich habe geschmunzelt wegen dieser vielen, vielen, vielen Parodien, die es hier in dem Spiel gibt. Rare ist hier ein Meisterwerk geworden und wenn man bedenkt, wie Conker Bad Fur Day eigentlich entstanden ist, dass eigentlich Conker
ursprünglich ein ganz anderes Spiel werden sollte, dann Kudos an Rare, dass die ja die Eier hatten, dieses Projekt namens Conker 12 Tales nochmal komplett umzuschmeißen und daraus Conker's Bad Fur Day zu machen. Ein richtig schönes Spiel. Ich habe es auf der Xbox inzwischen auch gespielt und auf der Xbox Classic ist es sogar rein grafisch gesehen nochmal 4 Dimensionen besser und könnte glatt als Current-Gen-Spiel durchgehen, wenn man die Auflösung hochschrauben würde. Ja, Conker, ein verdammt geiles Action-Adventure-Jump'n'Run. Ich habe Angst zu spoilern, wenn ich davon erzählen würde, aber es sind einfach so viele geile Ideen bei und auch dieser Humor. Nicht umsonst wollte damals Nintendo mit Conker's Bad Fur Day nichts zu tun haben. Die haben damals zu Rare gesagt, ey Leute, das, was ihr da fabriziert habt, das publishen wir euch nicht, das werden wir nicht vertreiben. So dass beispielsweise THQ hierzulande eingesprungen ist und in Europa Conker's Bad Fur Day vertrieben hat. Mit einem dicken, fetten Hinweis auf der Front der OVP, dass das Spiel nur für ein erwachsenes Publikum geeignet ist. Denn was hier als putziges 3D-Jump'n'Run anmutet, ist ein echtes Knaller-Adventure-Spiel für das erwachsene Publikum. Und jeder, der sich ein bisschen mit Conker beschäftigt hat oder es gespielt hat, wird wissen, wieso das so ist. Und jeder, der es noch nicht gespielt hat, der sollte jetzt aber schleunigst seine Xbox One oder seine Xbox Classic oder das N64 auspacken und Conker nachholen. Denn inzwischen muss man nicht unbedingt das Originalmodul auf dem N64 besitzen. Inzwischen kann man auch, wie gesagt, zum Remake auf der Xbox Classic greifen, was super gut, aber ein bisschen entschärft ist im Vergleich zur Urfassung. Oder ihr kauft euch Rare Replay auf der Xbox One und könnt das Ganze dann im Original nochmal schön in höherer Auflösung und besserer Framerate auf der Xbox One zocken. Verdient hat das Spiel das und ich finde es wirklich eine Schande, wirklich eine Schande, dass wir kein richtiges Conker's Bad Fur Day 2 oder Conker's Another Bad Fur Day gesehen haben, was ja letztendlich sogar in Planung bei Rare gewesen ist. Aber dass Rare von heute nicht das Rare von gestern ist, das ist eine andere Story. Dementsprechend soll es das erstmal gewesen sein. Mein Platz 11, und das war wirklich haarscharf, es wäre fast Platz 10 geworden, Conker's Bad Fur Day. Ja, Leute, das waren sie, meine Top 50 N64 Spiele Platz 20 bis 11. Es fehlen nur noch 10 Spiele. Die finale Top 10 kommt irgendwann in den nächsten Tagen. Ich bin gerade noch dabei, die Spiele alle zu capturen, denn mir ist es wichtig, dass ich euch auch hier in jedem meiner Videos Material zeige, was ich selber aufgenommen und selber gespielt habe. Und das dauert dementsprechend noch ein bisschen, denn es werden noch einige Überraschungen in den Top 10s auf euch zukommen. Alleine der 10. Platz wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil der ein oder andere dieses Spiel, was ich auf Platz 10 habe, nicht unbedingt auf dem Schirm hat, glaube ich. Naja, wie dem auch sei, teilt mit mir eure Meinung zu diesen Platzierungen in den Kommentaren. Und was sind eure Top 10, 20, 30, 40, 50 N64 Spiele? Haut's mal raus und freut ihr euch auch so sehr über ein 64 Mini, wie ich es tue, denn das würde ich mir dann doch wahrscheinlich zulegen. So, das war's aber erstmal von mir. Ich wünsche euch was. Ich werde mir jetzt wieder einen Tee machen. Ich bin nämlich richtig heiser und werde mich wieder ins Bett legen. Ich hoffe, euch hat die Top-Liste gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Abo da, kommentiert die Videos, seid mir treu. Vielen Dank euch allen da draußen. Ich bin jetzt erstmal weg. Adios und bye bye.